gibt sehr viele Verbraucher, die sich darüber ärgern, dass sie im Supermarkt ebenso viel getäuscht werden, dass nicht drin ist, was draufsteht oder draufsteht, was drin ist. Es gibt sicherlich auch Verbraucher, die gar nicht ahnen, mit welchen Tricks sie in die Irre geführt werden sollen oder die vielleicht auch denken, sie sind immun gegen Werbung. Aber das ist wahrscheinlich das Beste, was die Werbung erreichen kann, wenn wir glauben, wir sind immun dagegen. Aber so ist es eben nicht. Und deswegen wollen wir mit dieser Kampagne diese Problematik öffentlich machen und denken eben auch, dass es wichtig ist, dass Verbraucher sich da zusammenschließen und gemeinsam bei der Industrie Druck machen. Bisher haben wir auf der Seite 13 Produkte vorgestellt und wir haben dann eine prominente Jury, unter anderem Sarah Wiener oder Moderator Maria Schiegel, gebeten, 5 davon zu nominieren für den goldenen Windbeutel, die eben aus ihrer Sicht eine besonders dreiste Irreführung darstellen. Und aus diesen 5 Produkten konnten die Verbraucher jetzt in den letzten 4 Wochen also den Gewinner bzw. Verlierer bestimmen. Und die Wahl hat Actimel von Danone also mit 47% sehr eindeutig für sich entscheiden können. Also ich bin heute gewählt worden als 30. Werbelüge 2009, weil ich den Verbrauchern suggeriere, dass ich vor Erkältung schütze. Was aber so gar nicht stimmt. Im Endeffekt bin ich gar nichts Besonderes. Ein normaler Naturjoghurt aktiviert das Immunsystem genauso gut. Und deswegen möchte ich einfach keine Werbelüge mehr sein. Ich bin nämlich einfach nur 4-mal so teuer und doppelt so süß. Wir haben hier den goldenen Windbeutel für die 30. Werbelüge 2009. Den würden wir Ihnen gerne übergeben. Dürfen wir raufkommen? Moment mal bitte, ich frage nach. Danke. Danone hat den Preis nicht entgegengenommen, wollte auch keine Stellungnahme abgeben, war nicht dazu bereit, hat uns des Grundstücks verwiesen. Das ist eigentlich eine Fortsetzung der Kommunikationspolitik, wie wir sie bisher von Danone kennen. Also schweigen, sich zurückziehen, die Kritik der Verbraucher nicht ernst nehmen und es zu befürchten, dass das Unternehmen das auch so weitermachen wird. Ich denke, das zeigt aber auch, dass Danone ein absolut würdiger Preisträger für den goldenen Windbeutel ist.